Ja, wir haben heute wieder mal einen wunderbaren Boxkampf, ein wunderbares Team, was hier aufgestellt ist. Wir haben heute das erste Mal Frauenboxkampf hier beim Dortmunder Boxsport und wir freuen uns total darauf, dass es viele Kämpfe geben wird. Und das zweite große Highlight ist, wir haben eine holländische Mannschaft heute hier zu Gast. Unsere Stadtmannschaft Dortmunder Boxen kämpft heute gegen ein Team aus Holland Süd. Die Damen und die Mädels, die kommen wirklich aus dem Bereich des Ruhrgebiets, also von Duisburg. Und das geht wirklich in das Ostwestfälische hinein, bis Bielefeld, Herford und auch aus Münster kommen welche. Wir haben deutlich gemerkt, dass wir also viel Zulauf hatten von den Damen und von den Mädchen auch gerade. Die wollen heute einfach gemeinsam hier kräftig einboxen. Gibt es da im Feld auch Leute, die man als Rohdiamanten bezeichnen könnte? Ach, da warten wir mal ab. Solche Diamanten, die werden ja eigentlich mal dann hart, umso mehr Kämpfe sie hatten. Ich glaube, wir schauen uns heute mal die Kämpfe an. Ich glaube, da sind einige Spannende jetzt schon gewesen. Es kommen noch einige Spannende dazu. Und ich bin mal sehr stark gespannt, wie sich Holländer heute hier zeigen werden. Wie sieht es denn insgesamt so aus, was Frauenboxen angeht? Ist so eine Veranstaltung wie die hier extrem exotisch oder... Exotisch nicht, aber schon außergewöhnlich, weil es nicht so viele gibt. Aber wir haben deutlich gemerkt, dass es viele gibt, viele Interessenten auch gibt. Wir konnten gar nicht alle besetzen. Jetzt haben wir uns dafür entschieden, aber auch schon auch in die Zukunft zu blicken. Das heißt, wir werden sicherlich noch ein zweites Turnier auch machen. Wir werden auch sicherlich nochmal dieses Thema auch beim Verein nochmal erörtern. Wir glauben daran, dass gerade Frauen im Boxen noch ein bisschen unterrepräsentiert ist. Und wir können uns gut vorstellen, dass das im nächsten Jahr vielleicht nochmal ein bisschen größer sein könnte. Wir bereiten gerne Turniere aus und ich gerade auch, da, weil ich denke, gerade so Frauenboxen sollte man weiter nach vorne bringen und auch unsere Städtepartnerschaften mit dem Boxen, es ist ähnlich. Wir merken deutlich, dass Boxen wieder angesagt ist, wir merken deutlich, dass wir großen Zulauf haben im Verein und ich glaube, das hat wirklich Zukunft. Ja, erzähl mir mal, wie lange du schon boxst. Ich boxe schon 2,5 Jahre ungefähr. Und aber wie ich gerade gehört habe, bisher makellose Kampfbilanz, oder? Noch keine Niederlage? Nein, noch nicht. Keine Niederlage. Also jetzt bis jetzt alle Kämpfe gewonnen. Alle 4. Wolltest du das schon immer machen? Ist ja eher ein bisschen exotisch. Oder war das, bist du irgendwie spontan dazu gekommen, dass du dir gedacht hast, Boxen ist genau was für mich? Also ich bin durch meinen Bruder gekommen. Er hat ein halbes Jahr vorher sich angefangen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich gehe mal einen Probetag ausprobieren. Habe ich gemerkt, dass es mir sehr gefällt und seitdem boxe ich halt aktiv. Also die Leidenschaft dafür entwickelt habe ich erst nach einem halben Jahr ungefähr, also jetzt nicht direkt. Und bei meinen Trainern war das auch, also ich war vorher in einem anderen Verein und danach bin ich zum WBC Duisburg gewechselt. Und da ungefähr nach ein paar Monaten haben die Trainer auch schon entdeckt, dass ich kämpfen könnte. Meine Ziele wären vielleicht sogar ins Profi zu gehen. Also im Verein trainieren wir halt erst dreimal in der Woche. Aber ich persönlich, ich trainiere dann 5 Tage, also dann zweimal eigenständig und dann lasse ich mir das Wochenende quasi Pause und ein bisschen Zeit für Schule. Also am Boxen gefällt mir das, also die Disziplin, die man haben muss. Dass man dadurch sehr viel lernt, zum Beispiel Disziplin und Aushaltsvermögen, das gefällt mir eigentlich am meisten, also dass man dadurch lernt. Das, was man im Boxen lernt, profitiert man auf jeden Fall auch außerhalb des Boxen. Also sie ist sehr, sehr hartnäckig mit sich selbst. Sie kann eigentlich viel, viel mehr, als sie wirklich denkt. Und sie ist viel zu streng mit sich selbst tatsächlich. Und sie hat natürlich sehr, sehr große Ziele. Wir gehen natürlich etappenweise voran und für uns ist natürlich wichtig, dass wir die deutsche Mannschaft natürlich bzw. die deutsche Meisterschaft erstmal ankratzen und für sie natürlich deutsche Meister werden. Und das ist das Wichtigste für uns und die Erfahrung ist halt ganz, ganz wichtig, die sie auf den Weg dorthin mitnimmt. Sie hat ja eine Bilanz von 4-0, davon 3 K.O.s, glaube ich, oder 2 und wir sind sehr, sehr stolz auf sie. Technisch gesehen ist sie sehr, sehr stark, müssen noch ein bisschen an der Kondition arbeiten und bei den Frauen ist es ein bisschen einfacher, in die deutsche Meisterschaft tatsächlich reinzugehen und da ist eigentlich gar kein langer Weg. Also nächstes Jahr sollten wir eigentlich um die deutsche Meisterschaft boxen.